Hey InStyle-Fans, heute zeige ich euch, wie ihr mit einer Statement-Maniküre die Blicke im Herbst und Winter auf euch zieht. Wie ihr wisst, müsst ihr natürlich eure Naturnägel perfekt für die Maniküre vorbereiten. Dazu Nagelhaut zurückschieben und am besten, wenn ihr sehr, sehr trockene und eingerissene Nagelhaut habt, dazu noch zusätzlich einen Nagelhautentferner anwenden, der eure Nagelhaut etwas aufweicht und somit leichter entfernen lässt. Natürlich ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Nägel vor dem Lackieren in eine schöne Form bringt. Und diesen Herbst und Winter ist es up to date, die Nägel ruhig auch mal wieder ein bisschen ovaler zu tragen. Als Profi empfehle ich euch zum Kürzen eurer Naturnägel eine Glasnagelfeile. Warum? Es ist ganz, ganz wichtig, die Nägel bzw. die Nagelspitzen sanft und schonend zu behandeln. Verwendet dazu bitte keine Metallfeilen, keine groben, aggressiven Feilen, denn die schädigen die Nagelstruktur. Und viele, die jetzt Probleme haben mit brüchigen oder sehr splitternden Nägeln, werden da merken, dass eine Glasnagelfeile optimal ist, denn es versiegelt die Nagelspitze beim Feilen und kräftigt somit eure Naturnägel, und einer perfekten Maniküre und schön gepflegten Nägeln steht nichts mehr im Wege. Vor dem Lackieren empfehle ich euch immer, eure Naturnägel nochmal auf Hochglanz zu polieren, denn dadurch lässt sich der Nagellack viel, viel schöner und besser auftragen und er hält auch länger, denn die Nageloberfläche ist durch die Politur versiegelt, geschützt und geschlossen. Bevor ihr eure Nägel mit Nagellack verschönert, ist es ganz, ganz wichtig, die Nageloberfläche zu entfetten. Dazu könnt ihr entweder einen ganz milden, nicht rückfettenden Nagellackentferner nehmen oder ihr verwendet zum Beispiel Alkoholpads aus der Apotheke. Dadurch reinigt ihr die Nageloberfläche und macht sie fettfrei. Und das ist wirklich die perfekte Basis für jeden Nagellack, um optimale Anhaftung an eurer Nageloberfläche zu finden. Wer sich gerne und regelmäßig die Nägel lackiert, dem lege ich ans Herz, wirklich auf die Nagellackqualität zu achten. Es ist wichtig, dass ihr Nagellacke verwendet, die zum einen keine schädlichen oder umstrittenen Inhaltsstoffe besitzen. Und heutzutage gibt es schon Nagellacke auf dem Markt, die ohne die Verwendung eines Basecoats auskommen. Diese neuartigen Nagellacke haben verkapselte Farbpigmente und schützen und pflegen dadurch eure Nagelplatte. Und ihr müsst keine Angst haben, dass sich die Naturnägel drunter verfärben. Das Tolle ist, ihr spart euch gleichzeitig noch einen Step beim Lackieren und somit natürlich auch Zeit. Ganz, ganz wichtig ist es, immer sehr, sehr dünn zu lackieren, damit die Nagellackschicht so schnell wie möglich trocknet. Ich wähle jetzt hier für unsere Statement-Maniküre einen weißen Untergrund, damit später die darauf klebenden schwarzen Buchstaben optimal zur Geltung kommen. Nach dem Lackieren lasst eure Maniküre sehr gut trocknen. In der Zeit habt ihr genügend Möglichkeiten, euch eure Lieblingsstatements für eure Maniküre auszusuchen. Dazu findet ihr im Schreibwarengeschäft Aufkleber mit Buchstaben in unterschiedlichen Größen, aus denen ihr euch eure eigenen Wortkreationen auf die Nägel zaubern könnt. Schneidet dazu alle Buchstaben fein säuberlich aus. Während der Nagellack jetzt trocknet, habe ich mir meine Buchstaben schon mal ausgeschnitten, die ich als Statement auf die Maniküre setzen möchte. Und das kann ich jetzt auf den trockenen Nagellack einfach aufkleben. Nehmt mit einer feinen Pinzette einfach Nagel für Nagel die Buchstaben ab und drückt sie ganz sanft mit euren Fingern auf der Nageloberfläche an. Nach dem Aufkleben eurer Sticker empfehle ich euch, die ganze Maniküre mit einem Topcoat zu versiegeln. Wählt dazu am besten einen etwas dickflüssigeren Topcoat, dass die Sticker optimal geschützt sind, sodass ihr lang was von eurer Statement-Maniküre habt. Wenn ihr euren Topcoat aufgetragen habt, empfehle ich euch ein Schnelltrockner-Spray. Das ist wirklich die beste Methode, um die Maniküre optimal schnellstmöglich zum Trocknen zu bringen, und gleichzeitig schützt ein gutes Schnelltrockner-Spray auch davor, dass eure Maniküre schnell Kratzer oder Dellen bekommt. Sprüht das Spray nach dem Lackieren des Topcoats einfach aus einem 45-Grad-Winkel im Abstand von 30 cm auf eure Maniküre und lasst das Ganze dann nochmal 5 bis 10 Minuten trocknen. Wir freuen uns auf eure Manikürergebnisse auf Instagram unter dem Hashtag InStyleNails.